Frau Janssen, vielleicht starten wir mit Ihnen mal und dem Umweltthema. Jetzt sind wir ja, wie gesagt, ein offenes Event. Hier sind Kunden, hier sind Partner. Was interessiert die Menschen, die hier sitzen, am Thema Umwelt? Also wichtig ist bei dem Thema Umwelt unseren Kunden, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir wirklich Tag für Tag das Thema Effizienz versuchen zu verbessern. Und es ist ihnen auch wichtig, dass wir an gemeinsamen Schnittstellen zusammenarbeiten und entlang der Wertschöpfungskette versuchen, Potenziale zu heben. Und was wir augenblicklich beispielsweise machen, wir arbeiten an Supportmaterialien. Wir machen gerade Tests mit zwei Kunden, nutzen Supportmaterial, das aus Pappe ist und wollen dadurch versuchen, Holz zu ersetzen, was das Ganze leichter macht. Und da hat dann einmal der Kunde was davon und natürlich auch die Lufthansa Cargo. Das ist das Einige, was wichtig ist. Also, dass wir das ernst nehmen. Andererseits ist auch wichtig, dass wir transparent sind. Also, es wird immer wichtiger für die Kunden, dass wir auch mit Zahlen liefern können, also dass sie auch ihre Umweltbilanz verbessern können. Der Hintergrund ist hier, dass es immer mehr Regularien gibt. Und wir denken an das 2-Grad-Ziel. Es wird immer mehr in nationale Klimaschutzpläne umgekippt, mehr oder weniger. Und entsprechend sind alle Industrien und auch die Unternehmen angehalten, ihre Klimabilanz zu verbessern. Und das ist mit der Hintergrund, warum das auch dann in den Verkehr natürlich reingeschaut wird, entlang der ganzen Supply Chain. Und da kommt dann auch die Airline ins Spiel und dann fliegt man natürlich lieber, wenn alles sonst gleich ist, mit einer effizienten, einer grüneren Airline. Das kann man auch in Zahlen sagen, und zwar in den letzten 12 Jahren haben wir es geschafft, unsere spezifischen CO2-Emissionen, das sind die CO2-Emissionen pro transportierten Tonnenkilometer, um 17,5% zu reduzieren. Das sind etwa 1,5% pro Jahr und das entspricht etwa auch dem, was die Branche verlangt, beziehungsweise die IATA sich zum Ziel gesetzt hat. Jetzt haben wir ja einen Kollegen hier, der da fleißig mitmacht. Wie macht man das denn ganz praktisch, Herr Dohlen? In den Kurven vom Gas gehen oder wie machen Sie das? Genau. Ja, tatsächlich. Also es hat da in den letzten Jahren ganz enorme Anstrengungen gegeben, Sprit zu sparen. Und eine Methode ist, vom Gas zu gehen. Ja, wir fliegen also tatsächlich etwas langsamer, um damit einfach etwas weniger zu verbrauchen. Aber das ist nicht die einzige Maßnahme, sondern es gab da viele, viele andere Maßnahmen, die letztendlich zu diesem Ergebnis geführt haben. Wir haben versucht, Gewicht zu sparen, das alles, was unnötig war, auszuladen aus dem Flugzeug. Aber vor allen Dingen haben wir die Planung, die Flugplanung einfach deutlich verbessert, sodass man also weniger Sprit überhaupt erstmal mitnehmen muss. Weil jede Tonne Sprit, die wir an Bord haben, muss ja transportiert werden. Und eine ganz kleine Maßnahme noch, das ist auch etwas, was es vor 10, 15 Jahren quasi gar nicht gab. Wir stellen zum Beispiel nach der Landung, lassen wir die Triebwerke noch 3 Minuten laufen und stellen dann eigentlich in der Regel immer einen Motor ab, um dann schon mal den Sprit für diesen Motor beim Reinrollen auf die Parkposition, also nicht vor der Landung, sondern ja, beim Reinrollen auf die Parkposition einfach Sprit zu sparen. Und es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, aber die dann letztendlich zu diesem Ergebnis führen. Und es wird auch im Kollegenkreis sehr, sehr ernst genommen. Ich bin selber Ausbilder und mache sehr viel Ausbildungs- oder Checkflüge und sehe, dass meine Kollegen das auch sehr ernst nehmen und mitarbeiten. Vielleicht, um da noch eine Zahl zu nennen, weil du gerade sagst, das dreht hier. Also es wurde ausgerechnet, dass wenn wir das also über alle Flüge hinweg ein Jahr machen, dass man dann etwa 250 Tonnen CO2 einsparen kann. Das sind etwa zwei Flüge von Frankfurt nach Dakar. Vielleicht sprechen wir mal über einen Teil, den Sie jetzt eben schon zumindest partiell angesprochen haben, nämlich Emissionshandel. Und vielleicht erweitern wir das Ganze mal so auf die Branche. Was kommt da jetzt auf Sie alle zu, was dieses ganze Thema so angeht, wie wird das sich zukünftig verändern? Wie haben sich auch die Regularien verändert? Also für die Branche, für die Luftverkehrsbranche ist das sicherlich eine Herausforderung, weil wir selber uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben. Ich möchte eins herausgreifen, und zwar haben wir vor, ab 2020 wachstumsneutral zu, also CO2-neutral zu wachsen, sprich alle zusätzlichen TKTs, die wir fliegen, sollen also CO2-neutral sein. Da haben wir als Airline, ist nicht ganz so einfach, würde ich mal sagen, wie andere Verkehrsträger, weil wir angewiesen darauf sind, flüssige Kraftstoffe zu nutzen, können also nicht sofort auf Elektromobilität umswitchen. Da wir natürlich trotzdem als Luftverkehrsindustrie unsere Ziele erreichen wollen, wurde ein System von der ICAO entwickelt, das ist 2016, wurde das auch vorgestellt, das 2021 in Kraft treten soll, und hier haben wir die Möglichkeit, es ist ein marktbasiertes System, Corsia heißt das, alle wachstumsbedingten CO2-Emissionen zu kompensieren, also Zertifikate zu kaufen,
die dann an anderer Stelle wirken, die aber uns dann auch wirklich neutral darstellen. Vielleicht bewegen wir uns mal thematisch ein bisschen weiter in Richtung CSR, Ihr soziales Engagement. Wir haben ja eben schon was gesehen. Herr Gerber ist am Anfang drauf eingegangen. Was für Themen bewegen Sie da zurzeit? Also wir haben drei Säulen derzeit, und zwar einmal ist das Cargo Human Care, da wirst du nachher mehr dazu sagen, dann Cargo Social Care und Cargo Crisis Care. Ich würde anfangen mit Cargo Crisis Care. Hier hat die Lufthansa Cargo vor einigen Jahren begonnen, Partnerschaften einzugehen mit Hilfsorganisationen, wie beispielsweise Aktion Deutschland hilft und mit dem Deutschen Roten Kreuz, genau. Und hier haben wir Partnerschaften eingegangen, um einen Standardprozess mehr oder weniger zu etablieren, dass wir in Krisenzeiten sehr schnell auf Transport, also dass wir das entsprechend schnell anbieten können, Transport. Und das wird auch genutzt. Letztes Jahr haben wir unseren Beitrag geleistet, als in Puerto Rico der Hurricane war. Da sind wir also dann entsprechend auch hingeflogen. Dann das Thema Cargo Social Care, da habe ich auch was mitgebracht. Das ist die WFB, mit der wir seit über 36 Jahren schon zusammenarbeiten, und die stellen für uns Luftsicherheitsgurte dar. Und das ist also ein ganz fantastisches Produkt erstmal, als erstes, also sehr beeindruckend. Die haben höchste Qualitätsstandards, die haben auch Qualitätssicherungssysteme und sind zertifiziert. Das, was aber wesentlich beeindruckender ist, und ich war gerade am Montag da, habe mir das angeschaut, ist, wie ein solcher Gurt wirklich hergestellt wird. Also die Menschen mit Behinderung oder mit Handicap, die arbeiten da wirklich mit Herzblut dran. Wenn sie in den Augen schauen, dann sehen sie, wie die strahlen, dass sie ein derartiges Produkt, also von der Lufthansa, erarbeiten können. Und ein solcher Gurt kann vielleicht relativ schnell maschinell irgendwie hergestellt werden, aber hier werden 20 bis 30 Arbeitsschritte rausgemacht, dass wirklich jeder, der die Möglichkeit hat, daran mitzuarbeiten, also beteiligt ist und sieht also, dass er an diesem Gurt mitgearbeitet hat. Sei es dieses Tacken, sei es einmal eine Naht, also da wird wirklich das so auseinandergedehnt, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, kann man nur sagen. Und sieht auch toll aus. Wir feiern einen ganz tollen Geburtstag dieses Jahr, 10 Jahre Ihre Hilfsorganisation. Vielleicht sagen Sie einfach nochmal, was machen Sie da, warum haben Sie das ins Leben gerufen und was ist so die große Vision dahinter? Ich bin als Kapitän sehr oft nach Nairobi geflogen und habe dort sehr viel Elend gesehen, bin in Kinderdörfer gegangen und habe einfach irgendwann festgestellt, dass man dort mit relativ wenig Aufwand viel bewegen kann. Und es fing mit einem Koffer voller Hilfsgüter an, Kinderkleidung von meinen eigenen Kindern, die ich mitgenommen habe. Und daraus ist eben dieses Projekt letztendlich entstanden. Es war nicht meine Absicht von Anfang an, einen Hilfsverein oder eine Hilfsorganisation zu gründen, sondern das hat sich dann auch mehr oder weniger zufällig ergeben. Und es hat sich auch dadurch ergeben, dass ich in Deutschland festgestellt habe, sowohl jetzt innerhalb der Lufthansa Cargo als auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, dass man Leute dafür begeistern kann, so ein Projekt zu unterstützen. Und mittlerweile sind wir als Verein mit fast 600 Mitgliedern und einer großartigen finanziellen Unterstützung eigentlich ganz gut dabei. Und die Unterstützung kommt sowohl hier aus den Reihen der Teilnehmer heute, Lufthansa Cargo Vorstand, Lufthansa Cargo Mitarbeiter weltweit, Pressevertreter. Heiner, du warst schon mit mir schon mehrfach in dem Projekt drin. Und es gibt eben auch Firmen wie Hartroth, die uns unterstützt haben. Und das treibt mich auch an, das weiter zu betreiben, weil man richtig viel bewegen kann. Es sind Patienten, die in unserem Medical Center behandelt werden, 2000 jeden Monat. Und es sind viele Jugendliche und Kinder, die in einem Waisenheim wohnen, 120 Kinder in einem Waisenheim und 60 Berufsauszubildende, die von uns unterstützt werden, über Patenschaften und eben über solche Spendenaktionen. Und wir haben über 200 junge Menschen, die wir in der Schul- und Berufsausbildung begleiten und denen wir eine bessere Zukunft geben wollen. Also viele, viele glückliche Gesichter, die ich da jedes Mal sehe. Die LA Cargo unterstützt Sie ja nicht nur finanziell, sondern sie ermöglicht auch etwas wieder hier, enabled, wieder ein ganz anderes Thema, nämlich, dass Sie auch Personal ganz praktisch dort runterbringen können. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich den Transport von Ärzten oder anderen Aktiven auf unseren Frachtern von Frankfurt nach Nairobi und zurück. Und es sind 50 deutsche Fachärzte, die auch alle ehrenamtlich bei uns mitarbeiten, die in der Regel zweimal pro Jahr nach Nairobi fliegen. Und das wird eben in großem Maße von Lufthansa Cargo unterstützt. Wir müssen also für diese ganzen
Transporte kein Geld bezahlen. Es gibt ja beispielsweise natürlich auch andere Hilfsorganisationen, auch konzernintern, die Help Alliance zum Beispiel. Ja, genau. Gibt es da eine Konkurrenz oder wie ergänzen Sie das vielleicht? Und dann eben, wie sieht Ihr Zukunftsprojekt aus? Nein, wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, wir haben das Projekt, was Sie ansprechen, das ist eine Schule, die wir jetzt gerade bauen, die Happy Child School, eine ganz aus ganz winzigen Anfängen einer privaten Initiative von einer Lehrerin, Tabitha, 30 Jahre alt, die hat in einer Wellblechhütte, die war viel, viel kleiner als diese Bühne hier, und da hat sie 30, 35 Kinder unterrichtet, und wir haben uns dieser Sache angenommen und unterstützen seit etwas mehr als einem Jahr diese Schule und haben uns jetzt aber entschlossen, eben zusammen mit der Help Alliance ein neues Schulgebäude zu bauen. Die zahlt ein Drittel der Kosten. Ein zweiter Partner ist die Regine Sixt Kinderhilfestiftung und eben wir. Jeder Partner zahlt ein Drittel der Kosten, und die Schule soll für 100 Vorschulkinder sein in einem Slumgebiet. Da würden Sie und ich im Dunkeln sicherlich nicht hingehen. Am Tag geht das, aber letztendlich ist das die Möglichkeit für 100 Kinder, eigentlich das erste Mal in dem Leben Zugang zu Bildung zu bekommen. Und Bildung ist eben ein ganz wichtiges Thema von uns, neben der Medizin. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt nochmal einen großen Applaus für Sie. Vielen, vielen Dank. Applaus